So, hallo und alle zur nächsten Folge von Terra Firma Punk. Und heute geht es endlich mal weiter mit dem Bronze bearbeiten. Das muss man noch abkühlen, bis man stacken kann. Kev bracht die gerade schon vor und ich versuche jetzt mal weiter zu bearbeiten. Wir müssen jetzt Sheets draus machen. Nur ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktionieren sollte, weil eigentlich muss man die schmieden. Und hier steht im Wiki, den Double Ingot bearbeitest du mit einem Hammer zu Sheets. Aber wenn ich so einen Hammer hier reinlege, passiert das mal gar nicht. Du musst vielleicht dann richtig drauf drücken. Ist das ein richtiger Slot? Naja, schon. Aber warte mal, vielleicht geh mal kurz hier zu unserem... unsere Schmiede hier ist weg, ne? Die wir in der Base hatten. Mussten wir nicht an einen Stein ran, damit wir da schmieden können? War da nicht was? An einen frischen Stein mit dem Hammer draufklicken. Aber ja, aber hier müsstest du auch gehen, oder nicht? Bitte? Nochmal? Wie meinst du? Ach so, an dem Amboss. Ja. Sorry, ja. Aber klappt irgendwie nicht, ne? Nee. Wollen wir den da oben irgendwie reinzulegen? World. Da müssen irgendwie Sheets entstehen. Frage ist, by the way, muss ich gleich mal kurz ran. Wegen den Ingots. Nee. Dann mach vielleicht den, du hast ja einen anderen Hammer, da mach dir einfach einen aus Stein. Du kannst ja ein bisschen runtergraben hier. Nee, das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Ob du jetzt hier machst oder auf dem Stein-Ding, das ist egal. Also der Amboss ist natürlich dann wesentlich besser, denke ich mal. Bronze Double Sheets. Also ich habe das eigentlich hier. Keine Double Sheets, sondern... Normale Sheets meine ich ja. Aus dem Double Ingot nutzt du mit dem Worktag, mit dem Hammer, machst du einen Sheet. Aber irgendwie... Ich muss mal nachgucken. Also ich finde es gerade raus. So. Ich habe mal nachguckt. Das ist nicht ganz so easy. Kev hat übrigens auch gerade mal den Abzug gemacht. Ja, Funktioniert nur leider nicht. Das ist ganz komisch. Man kann halt nicht darauf zugreifen. Wenn ich jetzt den Block hier an der Seite abbauen würde, ja, kann es ja mal testweise machen. So von wegen, einen auf den von der Seite aus zugreifen. Ja. Passiert das? GG. Das ist nicht so schön. Hat sich echt gelohnt, Alter, dieser... Ja, dann lass einfach nur das so machen, dass wir halt nur oder hier bearbeiten können, wenn gerade ein Abzug nicht funktioniert doch über der Flamme, also hypothetisch so, oder nicht? Ja, nee, es muss halt direkt drauf, so steht es halt auch im Wiki-Ding. Wahrscheinlich geht es dann irgendwie noch um Crucible oder sowas. Aber, naja. Aber da kannst du ja auch nicht dran vorbei. Für den Anfang lassen wir es erstmal, so hätte ich gedacht. Hat gesagt, wir lassen es erstmal so. Zum Thema bearbeiten, schmieden, das ist jetzt eine etwas andere Geschichte. Und zwar, du musst das schon im Amboss hier machen, das ist soweit richtig. Und du musst den Bronze Double Ingot hier reinschmeißen und dann musst du hier auf Plans klicken, einen Plan auswählen. Der Plan steht aber gerade noch nicht da. Oder kann ich noch nichts auswählen? Wahrscheinlich, weil diese Bronze Double Ingot noch nicht auf der entsprechenden Temperatur sind, wo sie workable, also bearbeitbar sind. Theoretisch, wenn wir diese Bronze Double Dinger machen, kann ich ja gleich mal testen mit einem frischen, ob ich den hier dann im Amboss nochmal bearbeiten kann. Hast du noch irgendwo einen heißen übrig von den. Gebe ich dir gleich. Okay. Ready. So ein heißen. Ist noch Flachs drin? So ein heißen. Muss auch vielleicht das Flachs rausnehmen, ne, by the way. Also, welche Temperatur muss der für dich haben? Can work ich weiß es nicht, workable. Also, ich weiß nicht genau, welche Temperatur es ist, aber so heiß wie es geht, erstmal. Das kühlt ja dann ab und dann sehe ich es ja. Da haben wir das, da haben wir das. So, dann da rein, genau. Dann einmal Wellen. Da kannst du rausnehmen. Can work. Ja, gut, dann machen wir den da rein. Musst du Plan? Hallo, Plan? Ich krieg gerade auf Plan, da steht aber nichts, leider. Zur Seite bitte. Ja. Also Flachs noch. Flachs bitte, danke. This item has been worked, steht da jetzt. Oh lol. Wo steht das bei dir? Da steht, the item has been worked, nachdem ich da drauf geklickt hatte. Auf welches? Auf die Hits hier oder was? Da muss so Schläge setzen. Ja, ja, pass auf, hier steht Working Rules. Ich hab's nicht ganz verstanden, wie die Working Rules funktionieren. Und zwar Hit
Dann last hit, second from last hit, third from last. Aber... Was? Das sind Working Rules. Da steht dann einmal hier die Teile. Wahrscheinlich zuerst einen starken, medium und dann light hit. Leg nochmal den rein, der noch nicht geworkt ist, aber noch heiß ist. Bitte. So. Ist nicht mehr kein Work. Ich hoffe, du hast dir gemerkt, wo es ist. Ich erhält's dir nochmal für dich. Ja. Irgendwie sind du hast einmal geklickt, ne? Weil der ist direkt, als du einmal geklickt hast, ist er direkt nicht mehr zu Work geworden. Ja klar, aber dann ist er trotzdem noch heiß genug. Da steht dann this. Nein, da stand nicht mehr can work. Ja, da steht dann this item has been worked. Ja, aber das bedeutet nur, dass du es bearbeitest, nicht, dass du es weiter bearbeiten kannst. Jetzt kannst du weiter bearbeiten. Ah, okay, dann. Ja. Du hast drei gemacht? Du hast doch schon einen das letzte Mal gemacht. Jetzt hast du den ersten doppelt gemacht. Wie meinst du? Du hast den ersten noch doppelt gemacht jetzt. Wie doppelt gemacht? Ja, du hast einmal draufgeschlagen, dann habe ich ihn rausgenommen, um ihn wieder zu erhitzen. Ja. Dann hast du wieder von vorne angefangen draufzuhauen, also hast du die Combo verkackt. Warte mal, nochmal. Wenn die Combo ist, leicht, mittel, starker Schlag. Ja. Nehmen wir mal an. Nee, Hit ja. Und dann Last. Aber der letzte ist ja dann der starke Schlag, der mit den drei Pfeilen. Dann Second from Last, also den zweiten, den mittleren. Und dann Third from Last, also Last ist der dritte vom letzten, ist ja der erste dann. Ist irgendwie komisch beschrieben. Ja, aber du... Da steht ja nicht, wie du Dings da, wie du Sheets daraus bekommst. Das steht ja einfach nur bei den Working Rules. Das hat ja noch nichts mit dem Sheet zu tun. Doch, hätte ich gedacht, weil unten drunter nämlich, das ist nämlich geschrieben, Metal Sheets are created by working double ingots on anvil. Und diese Working Rules, die dann da sind, das ist die Anleitung für die Sheets. Hätte ich gedacht. Ja, okay, lass mich mal das kurz versuchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, gut, probier mal. Also, Wield, ich habe jetzt hier einen, der extrem heiß ist. Ja. Und du sagst, man soll was machen? Soll man... Da steht Working Rules, Hit und Last. Also der dritte, denke ich mal. Warte, was steht da? Das steht doch da gar nicht. Hit, steht last. Two metal sheet welded together produce a double sheet. Ja, double sheet, soweit sind wir noch gar nicht. Erstmal die normalen Sheets, wo die double ingots... Das steht da nicht. Bei metal sheet... Da steht, metal sheets are created by working double ingots on an anvil. Genau, double ingots. Und da sind wir gerade dabei. Die double ingots... Aber welche der drei working rules sollen wir nutzen? Die sind ja alle gleich. Nacheinander. Erstens, zum ersten Mal musst du wahrscheinlich hit und last, keine Ahnung welchen, wahrscheinlich den dritten. Den letzten. Aber die sind ja alle identisch, deswegen verstehe ich das nicht. Naja, bei dem einen sind da drei Pfeile, beim anderen zwei, beim anderen eins. Deswegen schätze ich mal, das ist je nachdem, wie hart du jetzt leidest. Du verstehst nicht, was ich meine, Junge. Nee, weiß ich nicht. Das sind doch drei. Das eine heißt Hit Last. Ja. Da ist 1, 2, 3 Stärke. Danach steht Hit Second from Last. 1, 2, 3. Danach steht Hit Third from Last. 1, 2, 3. Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, der Text ist nicht gleichzusetzen mit dem, was da drauf steht. Verstehst du? Ja, vielleicht. Vielleicht nicht. Nee. Weiß nicht, was du meinst. Probier mal so, wie du glaubst, dass es richtig ist. Ja, keine Ahnung. So wie es auf jeden Fall in der Wiki steht, ist es Müll. In der Wiki steht Müll. Das ist egal, wie, auch wenn man es so macht. Da kommt ja nicht das raus. Was ist denn, wenn man den reinlegt, dann einen Schlag macht, Item has been worked, dann nochmal heiß macht, dann wieder can weld, dann legt man wieder rein, dann macht man den zweiten Schlag, dann macht man es wieder heiß, dann legt man es wieder rein, macht einen dritten Schlag und dann hat man Sheet. Es muss ja nicht auf can weld sein, es muss ja nur auf can work sein. Ja, oder can work, ist ja egal. Habe ich ja gemacht. Das ist ja egal, wenn es die ganze Zeit heiß genug ist, dann kann man ja nonstop draufhauen. Na gut. Bei meinem zweiten Stich ist das Item has been worked, aber es hat nichts passiert. Es ist einfach ein Problem, da steht dreimal die gleiche Zeichenabfolge. Hit last, hit second from last, hit third from last. Aber was heißt das? Wieso sagt er nicht einfach hit 3, hit 2, hit 1, sondern third from last? Was soll das heißen? Ich gehe mal davon aus, dass die Bilder egal sind, aber der Text. Also man soll hit machen auf
vom letzten Zeichen. Also einen starken Schlag zuerst, dann Second von Last, einen mittleren Schlag als zweites und als letztes noch einen leichten Schlag. Auf ein Item, das noch nicht bearbeitet wurde. Auf ein Bronze, was noch nicht geworkt wurde. Und ich gehe mal. Genau, ja. Und irgendwie ist aber auch abgebildet dann noch eine Grafik oder ein Bild, wo dann so ein Sheet in dem Plans-Plan drin ist. Da kannst du reinigen, dann auf Plans klicken und dann wird was angezeigt. Also leg mal rein und dann klickt man auf Plans und dann steht da auch Bronze Double Ingot. Dann muss man einen Plan auswählen, den man dann worked, in Anführungszeichen. Aber gibt's hier bei uns ja nicht. Anderer Denkfehler. Ich lese gerade nach, da steht, eigentlich müssten die Plans da drinnen stehen bei Plans. Ja. Und mit erhöhtem Smithing-Skill wird auch mehr angezeigt. Das heißt, wir haben noch gar kein Smithing-Skill, deswegen wird auch noch gar nicht angezeigt, oder wie? Nehme ich mal an. Ja, RIP. Ich würde auch erklären, wieso nichts funktioniert. Das ist ja auch aktuell gar nicht unsere Aufgabe, eigentlich das zu machen, ne? Prinzipiell nicht, aber wir werden es brauchen. Ja, aber wenn wir später mehr gesmifft haben. Ja, okay, dann lassen wir es. Komisch, ey. War merkwürdig, ne? Das ist, wieso das da nicht steht und die Wiki. Ich weiß ja nicht, man musste diese Stelle echt mal einblenden. Dreimal die gleichen Bilder. Ja, ja, ich werde das Bild mal mit einblenden in der Folge auch die hit ganze Zeit. Hit second from last, hit third from last. Wieso schreibt man nicht einfach Stärke 3, Stärke 2, Stärke 1? Obwohl man da alle drei Bilder mal anzeigt. Ich weiß, also ich werde es mit einblenden in der Folge. Ihr habt das sicherlich jetzt gesehen, deswegen. Das sind sogar einzelne Bilder, das ist noch nicht mal ein zusammenhängendes Bild. Also es gibt gar keinen Sinn. Ich habe noch ein Basic Reward Bag, den könnte ich mal aufmachen. Gibt es ein bisschen Essen drin. Sugar Cane Straw. Was, Sugar Cane? Kann man essen? Ja, läuft. Oh. Manchmal sortiere ich außerdem mein Inventar durcheinander. Das passiert echt manchmal böse. Ich habe nur R geklickt auf Sugar Cane. Aber dann wird es raussortiert. Weil wahrscheinlich das auch nicht aus nichts herstellen kannst. Hm. Tja. Dann essen wir es eben weg. LOL! Was denn? Will ich mich verkackeiern? Ja, gerne. Weißt du, wie du mit dem Amboss arbeiten kannst? Wie denn? Okay, wir haben keine einzelnen Ingots mehr. Da ist irgendwas wirklich falsch. Was denn? Erklär mir. Das ist es einfach. Der nimmt diesen Ingot hier einfach so raus im Tutorial, was ich gerade sehe. Ja. Warte, wo habe ich da? Der nimmt das hier raus, legt es rein, drückt einfach auf Plans und ihm wird eine ganze Dropdown-Liste angeboten, was er machen soll. Was er auswählen kann. Er kann sogar einzelne Ingots einfach auswählen. Okay, das soll jetzt ein Ho-Kopf sein, das soll ein Schaufelkopf sein. Das haben wir hier gar nicht. Nö, nicht verfügbar. Da steht einfach nichts. Naja, um noch ein Erfolgserlebnis zu bekommen, kann ich ja mal den Bienenhaus-Quest machen, denn der ist auf diesem einen. Sorry, Alter. Hier kommen. Manche mache ich den Bienen-Quest. Ist doch echt, ich glaube, wir müssen einfach echt an der Quest orientieren, vielleicht. Scheinbar sind wir noch nicht so weit, ne? Wir haben was Neues freigeschaltet. The Sharpshooter. Wann haben wir den denn freigeschaltet? Wahrscheinlich, als ich Dings da gemacht habe, den Bogen. Also ein Climbing. Gibt es eine Rope, die man machen kann. Das heißt, man kann sich so hochschlängeln. Das ist geil. Die macht man aus Jute. Super. Jute ist das Einzige, was wir nicht haben. Ja, Klassiker. Ey, wir müssen unbedingt Chestnut finden und Jute. Ja. Würde ich ja gerne mal losgehen, aber in der Gegend hier habe ich jetzt keine gefunden. Das wird ein bisschen länger dauern. Echt so? Ich claime jetzt einfach alle Quests irgendwas. Naja, mach. Ich bin jetzt böse. So, ich habe ein Bee-Haus gemacht. Nice. Ich glaube, wir brauchen zwei Bee-Häuser, ne? Ja. Zweites Bee-Haus brauche ich auch noch. So, dann zweites. Was ist ein Pete? Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist wichtig. Das hat man durch einen Quest geclaimed bekommen. Es hört sich jedenfalls auch wichtig an. Pete ist, glaube ich, etwas, was du verbrennen kannst, um Hitze zu erzeugen, oder? Ja, habe ich auch irgendwie im Kopf oder so. Aber man denkt an so ein Pellet, ne? Mhm. Oh, ich habe eine Kupferschaufel gekriegt. Als Questbelohnung. Als Rewardback-Belohnung. Was doch nett. So, ich habe ein Bienenhaus mit einer Forest Princess jetzt. Nice. Aber wenigstens irgendwas, ey. Das ist ja
Das ist ja echt frustrierend. Aber guck mal, was ich komisch finde, wie ist dein Smithing-Skill? Das steht ja bestimmt irgendwo. General Smithing-Skill. Bei mir ist noch, ich habe keinen einzigen EP-Punkt gekriegt, obwohl ich 16 Double Ingots gemacht habe. Ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil das Smithing zusammenhängt mit dem Hammern im Amboss. Und da hatten wir bis jetzt noch gar nichts hingekriegt und deswegen ist der Skill auch nicht hochgegangen. Doch, ich habe doch gewelded die ganze Zeit. Aber gewelded ist vielleicht was anderes als Smithen mit dem Hammer. Weil du welden irgendwie, keine Ahnung, ist wieder ein bisschen was anderes nochmal, glaube ich. Weiß ich nicht. Kriegt man das eigentlich ein Double Ingot wieder auseinander? Glaub nicht. Oder ich weiß doch, es tatsächlich. Nicht. Tatsächlich. Geil. Kann man die nicht einschmelzen irgendwie, oder? Kann man einschmelzen. Aber wie? Ja. Da steht bei Heating in the Forge. Wir werden es schon da rauskriegen. Das Problem ist halt, wir nehmen wieder ein bisschen im Voraus auf. Das heißt, wir sehen wieder nicht, was die Zuschauer schreiben. Und dann weißt du was? Wir, ja. Du wartest jetzt noch ganz kurz. Ja. Du machst dich jetzt nicht so schnell aus dem Acker. Vom Acker. Was denn? Wir prüfen das jetzt noch. Ey, ich bin mich ganz so verarscht, ne? Ich gebe ein. Man kann bei Heating in einer Forge mit einem Crucible. Mit einem Crucible? Ich würde ja gerne ein Ingot noch heiß machen, aber haben wir. Warte, wir sind doch richtig dämlich. Was denn? Wir können doch hypothetisch. Was können wir? Alles in der Forge schmelzen. Wir brauchen doch gar nicht mehr unsere anderen Sachen. Okay, ich will jetzt auf jeden Fall ein paar Ingots machen. Was haben wir? Cassiterite 25. Boah, das ist ja, da muss ich ja. Muss gleich 5 Ingots machen. Krass. Okay, machen wir jetzt schnell 5 Ingots. Ja, ich weiß gar nicht, was du vorhast. Ich warte jetzt gerade hier. Das sind 4. Okay, wir sind das große. Ne, das sind 10er. Shit, ich hab mich verzählt. Oh. Warte. So. Du, wir müssen jetzt, okay, wir müssen 5 Ingots machen, weil wir haben insgesamt 50. Genau, 5 mal 10. Das heißt, wir brauchen 5 mal 90. Das sind, genau, das sind 450. Richtig? Ich weiß gar nicht genau, was du machen willst. Du nochmal Ingots in der Forge jetzt machen. 90, exakt. Dann werden wir sehen, ob der Welding Skill hochgeht. Das ist unser Erfolgserlebnis. Gut. Okay, dann haben wir hier 4 und dann brauchen wir hier nur nochmal 9. Okay. Rechne bitte nochmal nach, Kalkulator. Das müssten 450 Kupfer sein und 50 Tin. Das heißt, das müssten exakt 5 Ingots sein. Weil wenn wir das nämlich machen können, dann können wir, das müsste ja richtig schnell gehen. Das heißt, ich heize das hier schon mal ein. So, hier habe ich. Kann ich einfach das Tongefäß in die Forge reinlegen oder wie? Gehe ich mal von aus. Ja. Na, wir schmeißen die Kiste jetzt hier an. Die brutzelt schön hoch. Na, die Tongefäß kann ich auf die rechte Seite reinlegen. Da. Wird es heiß? Nö, glaub nicht. Ich glaube, das geht nur durch Pottery. Hm. Das geht so nicht. Müssen es normal schmelzen, wenn wir schmelzen wollen. Ja, wir müssen mal schauen. Aber gerade ist es ein bisschen eng. Meine Freunde. Wir machen hier einen kleinen Schritt. Das ist ja richtig rein. Frustrierend gerade. Jetzt haben wir so viel gemacht, ne? Yep. Die Folge ist durch. Wir werden es irgendwie rauskriegen und wir schauen mal ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen den Bienenquest oder so weiter gemacht. Wir müssen halt echt an die Hölzer ran, damit wir hier ein paar andere Quests oder die Reihe noch abhaken können, auch Rucksack machen können und so weiter und so fort. Carpenters Block hätte man vielleicht noch so machen können, aber im nächsten Part. Den gibt's bei Kev, bis in das Krachen und tschüss. Ciao.